Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, Sonntagmorgen und wir sind jetzt da neben dem Markt bei so einem Foodstand essen, um das Mittagessen für Onkel Nanon zu kaufen, weil wir sind nachher nicht mehr da. Wir treffen uns heute mit der O, unserer Freundin, und ihrem Mann, dem Fabio. Dabei heißen eng und gehen gemeinsam essen. Deshalb müssen wir erstmal unseren Onkel Nanon versorgen. Und dann geht's gleich los. So, jetzt kann ich noch mal kurz hier so diese Stände hier zeigen. So, das ist mal unsere Mimi. Wir sind im Salon gekommen, weil es ist ja gar nicht so weit. So, und das hier so gibt es auch Süßigkeiten. Ja, kann ich gleich zeigen, wie die gemacht werden. Und so. Ja, also ich habe sie gefragt, ob ich filmen darf. Sie sagt ja. Also Leute, so werden die gemacht. So, und diesen Teig da rein und dann werden die im heißen Öl. So. Und so sehen sie dann auch, wenn sie fertig sind, ne? Die werden dann verkauft. Das sind jetzt zwei Sorten, einmal mit Peanut und einmal mit Kokosnuss. Ja, also, und sagen wir doch noch mal, wie die gemacht werden. So sehen die aus. Die Bällchen kommen dann so in den Teig und richtig eingepackt und auch schon fertig. Und nachher im heißen Öl frittiert. Zeigen wir noch mal die junge Dame hier. Die ist jetzt dran, die kennen wir auch schon ewig. Nettes Mädchen. So, und jetzt schauen wir, wen haben wir denn da? Ja, das ist eine Frau. Wir sind alle ein bisschen dick angezogen, weil in der Früh ist es erstaunlicherweise noch ganz frisch. So. Und jetzt, ja, wir sind so dieses Hähnchenfleisch gegrillt. Da kaufen wir für unseren Onkel zwei Stück mal und noch eine Suppe bestellt und so. Dass der einmal zeigen, wie das gegrillt wird. Ach, okay. So, da sieht man, hier werden die gegrillt. Bis zum Straßenverkauf. Und gegen Mittag, ja, das Geschäft läuft wunderbar hier, weil es ja neben der Straße. Ja, sieht doch lecker aus, ne? Bisschen Rauch hier, so. Und das ist wie gesagt neben der Straße, das Ganze auch neben dem Sportplatz. Und ja, für den kleinen Hunger. So, und jetzt hat meine Frau noch eine Suppe bestellt für den Onkel. Ja, Nudeln. Oh, diese typische Thai-Suppe oder kann auch diesen Papaya-Salat kann man hier bestellen. Ja, meine Frau hat jetzt die Suppe bestellt, Saladigrab. Und ja, dann hat unser Nanon erstmal das Mittagessen. Und bis zu Abend werden wir ja wieder zurück sein. Ne? So, was gibt es noch hier? Ja, Nudeln und diese so eine Art Schweinegrieben, sage ich jetzt mal. Aber sie könnte. Oh ja, fährt zur Arbeit. So Leute, und da hinten ist ja dann der Markt, ne? Jetzt nochmal zu dem Video gestern kurz. Ja, weil ich habe da ein paar Kommentare bekommen. Ja, Matthias, du siehst, du wirst da ein bisschen vereinsamen oder so. Nein, Leute, überhaupt nicht. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt nicht auch Einsamkeit kenne. Und das ist aber nicht hier in Thailand der Fall gewesen, sondern die Einsamkeit kenne ich, um ganz ehrlich zu sein, aus Deutschland. Und zwar die ersten Jahre, so in den 90er, 90, 91, 92, da waren erstmal alle Freunde weg, die waren verstreut in ganz Deutschland, nicht nach der Auswanderung. Und da war man schon
ein bisschen einsam und verlassen hat man sich da gefühlt. Aber dann hat man ja das Reisen entdeckt in meinem Fall und das war auch okay. Und hier im Isan zu vereinsamen, also wenn man ganz alleine ist, klar, aber braucht halt eine Familie, eine Frau oder Freundin zumindest und dann kann man da überall im Dorfleben dabei sein, wenn was los ist. Heute zum Beispiel wäre wieder da dieser Tambun im Tempel, also wird kostenlos Essen verteilt und wir sind da auch immer dabei mit Kleidung, so, die kann man da an die Leute verteilen, jeder sucht sich aus, Secondhand-Kleidung. Aber dieses Mal, wie gesagt, gehen wir ja, wir treffen uns mit der O und ihrem Mann und noch ein paar andere Freunde und deshalb sind wir heute dieses Mal nicht dabei, aber die Eilert geht ja. Und so ist halt jedes Mal was los. Und gestern wäre ja auch okay, wenn jetzt die Panerei zu Hause gewesen wäre, wäre es ja auch, das wäre dann das Programm gewesen, ein bisschen da hingehen, was essen, plaudern, da ist der Franz immer dabei mit seiner Frau und noch ein paar andere. Also vereinsamt, nee, würde ich jetzt nicht sagen. Man hat ein bisschen mehr seine Ruhe, wenn man das will. Und da es jetzt nicht geklappt hat, ist es, also dass die Panerei nicht da war, sind wir jetzt wieder zurück und ja, sind dann schlafen gegangen. Nicht noch ein bisschen was essen, was man so zu Hause hat. Und ja, auch nicht schlimm. Aber es gibt schon auch diese Abenden, die etwas ruhiger sind. Nicht? Also es nicht, darf sich das nicht vorstellen, dass da ständig Remi-Demi Samstagabend sowieso, dass da einiges los ist. Nee, das ist im Isan schon anders. Also man muss die Ruhe auch mögen. Nicht? Nur wenn es zu ruhig ist, ist natürlich auch nichts. Die Mimi hat überall Freunde, ne? Jeder mag sie, die Mimi. Mhm. Die Mimi mag sie, jeder mag sie, guck mal. Die kennt auch jeder. Wenn sie mal nicht dabei ist, fragen die, wo ist die Mimi? So, die Suppe ist fertig, Leute. Also das ist für den Amon. Seine Hühnerschenkel, die Suppe. Jetzt noch zahlen. Und dann, ja, also nochmal zur... Ja, es ist schon ein bisschen ruhiger hier im Isan, aber man muss die Ruhe auch mögen, nicht? Und es ist ja ganz schön, wenn man mal abends auf der Terrasse sitzt und einfach seine Ruhe hat. Und jetzt ist ja in Surin auch alles Mögliche da los beim Fest, beim Markt, beim Sportgelände. Da ist jetzt so internationales Fest und nachher Valentinstag. Also ist praktisch jeden Abend Party jetzt. Wenn man das mag, ja, könnte man hinfahren und da feiern. Für mich ist das ehrlich gesagt nichts, weil die Musik ist viel zu laut. Und nee, ist nicht so mein Ding. Gut, ich werde schon am Valentinstag sowieso mal hingehen, weil das ist interessant zu sehen mit den Trauungen und wie das so von sich geht. Da werde ich auch ein Video machen. Aber jeden Tag nach Surin zu fahren, um irgendwelche laute Musik zu hören, und nee, das ist nicht mein Ding. So, meine Frau hat jetzt ihre Einkäufe getätigt. Maroi, ja. So, diese Füllung, ja, wenn sie fertig ist. Man hat ja gesehen, wie die gemacht werden. So, man sieht, Kundschaft ist auch da. Und die Leute kaufen. Das ist ein schönes Hündchen. So, Leute, so sieht es aus. Meine Frau ist schon marschbereit. Und wir werden jetzt auch zurückfahren. Unsere Einkäufe haben wir. Und dann auf geht's nach Huesaneng, zu dem See von Huesaneng. Das Restaurant kennt ihr ja auch schon. Und Kaffee first, ne? Ah, meine Frau sagt zuerst, gehen wir Kaffee trinken. Ja, also wie gesagt, volles Programm. Langweilig ist es nie und von Vereinsamung keine Rede. Wir haben nicht viele Freunde, aber dafür die richtigen und die Verwandtschaft und so. Das ist halt so, wenn man im Dorf von der Frau ist. Ne? Deshalb sind wir ja hier gekommen. Ich habe schon mal gesagt, es gibt vielleicht auch schönere Plätze als hier in Surin oder daneben. Aber je nachdem ist wichtig halt, dass man bei der Frau, ihrer Familie ist. Und ja, für mich war das wichtig. Muss ich natürlich auch, also man muss klarkommen mit der Familie. Wenn das nicht der Fall ist, dann soll man sich lieber irgendwo einen anderen Platz suchen, denn dann wird man seines Lebens nicht froh.
Okay. So, Leute, und wie gesagt, wir werden jetzt gleich losfahren. Und das war jetzt ein ganz kurzes Video. Und hier von diesem Food-Dings da neben dem Marktplatz, das hat ständig offen. Und das Geschäft scheint auch sehr gut zu laufen. Okay, also euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand und tschüss. Thank you.